Hi liebe Leute, ich bin's wieder, euer Marc. Wir haben heute Chicken Wings. Die werden wir heute mit unserem Geflügelrub einmal rubben. Den kriegt ihr bei uns im Laden. Und dazu kommt noch eine kleine Mischung aus Sternanis, Piment, Zimt, Fenchelsamen sind drin. Also es geht wirklich Richtung Weihnachten nochmal. Und als Flüssigkeit ein bisschen Cola. Und ganz am Ende gehen wir hin, machen eine Marinade aus Mangopüree und ein bisschen roter Chilipaste und glasieren die ganz am Ende damit ein. Ganz einfach, wir nehmen jetzt erstmal die Chicken Wings. Cola kommt dazu. Es kommt ein bisschen Weihnachten dazu. Und ein klein bisschen von unserem Rub. Und dann können wir das Ganze dann noch richtig schön. Wenn ihr das zu Hause macht, würde ich euch wirklich empfehlen, jetzt einfach eine Folie drauf machen, in den Kühlschrank stellen und wirklich 24 Stunden dort einziehen lassen. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, wir wollten euch das wirklich zeigen. Das kommt nämlich jetzt sofort auf unseren Grill und zwar auf unser Big Green Egg. Schließen wir einmal den Deckel. Jetzt haben wir circa 170 Grad. Das geht gleich nochmal ein bisschen hoch. Wir gucken jetzt aber, dass die Temperatur komplett runter geht und dass es wirklich bei absteigender Temperatur gart. So haben wir wirklich ein schönes saftiges Hähnchen. Und danach gehen wir noch einmal hin, bepinseln das Ganze, erhöhen nochmal die Temperatur und können dann wirklich eine schöne karamellisierte Kruste erreichen. Das Ganze wird circa 20 Minuten dauern, 20, 25 Minuten. Da wirklich ist ja nicht viel Fleisch an dem ganzen Knochen, aber es ist fertig, wenn es fertig ist. So, circa 25 bis 30 Minuten später haben wir jetzt nämlich eine schöne Kruste erzeugt. Jetzt haben wir einmal unser Mangopüree mit der Chilipaste einmal und dadurch kriegt das wirklich eine richtig schöne, scharfe und fruchtige Note. Das reicht schon. Dann schließen wir einmal den Deckel und warten, bis das Ganze kross ist. Weitere 10 Minuten und die Chicken Wings sehen wirklich so aus. Wir haben jetzt eine schöne Kruste oben drauf bekommen. So. Und wenn wir dann wirklich jetzt mal einmal komplett aufmachen, sehen wir auch, wie saftig die sind. Und wir haben da wirklich eine schöne Kruste drumherum, die richtig schön würzig ist und im Inneren halt wirklich richtig schön viel Saft. Viel Spaß damit.